Herzlich willkommen zu The Way Out. Wir sind ausgebrochen, Melle und ich. Und Hoppala, jetzt habe ich fast die Anwendung abgebrochen. Entschuldigung. So. Junge. Und wir müssen wahrscheinlich über die Brücke. Ich bin mal gespannt. Bist bereit, Melle? Ja. Oder wie soll ich sagen, Vincent. Vincent. Hallo. Ich höre Stimmen. Ich höre Stimmen. Hier ist was. Ich höre Stimmen. Muss ich einen Stein schmeißen, damit ich die ablenke vielleicht? Ich gucke. Ach, guck mal, wir können gegenseitig die Dinge ausschalten. Komm mal hinterm Stein. Ich glaube, das müssen wir ziemlich synchron machen. Nein, du musst hochkommen. Also du gehst hoch. Gucke mal. Da ist doch noch so ein aufrechter Stein, wo du dich verstecken kannst. Ja. Na, geh mal hoch. So. Du hast einen schwierigen Part. Okay, den ersten. Also, ich packe ihn gleichzeitig hier quasi. Packen, genau. Also okay. Schätze ich jetzt mal. Und bist du bereit, Vincent? Ja, Leo. Okay, komm. Okay, los geht's. Nice, fuck! Schön! Nice and easy. Nice and easy. Aber es ist, ey, wie geht das in der Realität? Also WhatsApp gibt's ja nicht, ne? Ey, Leo! Wollen wir jetzt zeitgleich? Schreist erstmal rüber, ne? Hey, ich bin bereit! Was hast du gesagt? Ich bin bereit! Oh Mist, die haben uns gehört! Is coming up. I hope we can get across. Yeah, man, we got okay. This. Ein Scheißtag zum Ausbrechen, ne? Oh oh. Oioioioioi. Warum waren die? Warum sind die nochmal bei uns hinterher? Let's go that way. Für ausgebrochen? Nein. What? No, it's way too high, too risky. I say we take that guy up, take his car, okay. Cross the bridge. Okay. What, are you crazy? Don't like heights, man. Okay. Okay, wir haben zwei Möglichkeiten, glaube ich. Wir können unter die Brücke hergehen. Über die Brücke gehen. Oder. Oh, was machen wir jetzt? Also ich würde sagen, es geht. Weiß ich nicht. Unter der Brücke durchgehen, würde ich sagen, ist cleverer, oder? Also Action macht auf jeden Fall die Brücke. Überhalb der Brücke, hast du ja gesehen, wir sollten den Typen oder mit dem Auto wegfahren, ne? Die Frage ist, wollen wir schleichen? Bisschen auf Solid Snake machen? Können wir. Oder hast du Bock auf Action? Weiß ich nicht, was meinst du? Ich kann mich nicht entscheiden. Oh. Beides ist also cool. Ich bin ja immer generell für das Gute. Für das Gute? Ja. Da bist du ja. Keiner. Oh, weiß ich nicht, komm, dann lass es erstmal. Okay, oh, ich kann mich den. Nee, komm, lass es mal versaut sein. Komm, versaut? Über die Brücke gehen. Ach komm, wir machen das. Wir schalten die jetzt. Ich schalte ihn aus und du machst dann Motor an, okay? Wie komme ich denn hier rein? I'm telling you, this is gonna work. Just jump in the back and stay low. Ach krass, bin jetzt Polizist. Hauptsache die Mütze an. Aua, ich muss jetzt bremsen und beschleunigen. Ich beschleunige jetzt. Was soll ich machen? Weiß nicht, du musst dich verstecken. Ich beschleunige jetzt langsam. Okay, Vollgas geben. Hoppale. Wow. Oh, ja. Du denn? Push your hands! Ich wusste ja nicht. Muss ich auch. Also, ich fasse es ja wohl nicht.
Ja, du musst auch wahrscheinlich musst auch lenken. Aber fahr doch langsam durch. Ja, also nicht Vollgas geben? Na gut. Also die haben dich ja nicht bemerkt, oder? Weiß ich nicht. Come on, move, move, move already. Na los, beweg dich. Achso, der meint bestimmt den Typ. Fahr mal normal. Stay cool. Boah, ich fahr voll Schlangen. Bleib ganz ruhig. You got this. You got this, baby. Watch out for that car. Damn it. Got any other bright ideas? Relax, I got this. Concentrate on staying out of sight. Da gibt er einfach Vollgas und fährt gegen den LKW. It's too close. Just keep your head down and relax. Fine. Don't do anything stupid. Oh oh. Soll ich Vollgas geben? Nein. Who's in that car, huh? Oder? Jetzt. Oh nein! Wo muss ich hin? Keine Ahnung. Schlechte Idee. Schlechte Idee. Oh Himmel. Ey, ich fahre ganz normal. Das ist so, wenn ich auch zum Supermarkt fahre. Jetzt müssen wir, glaube ich, schleunigst aussteigen. Hörst du mich noch? Ja. Gut. Oh, jetzt kommen die Hunde. Jetzt kommen die Hunde. Oh, war keine coole Idee. Perfekten Hunde. Kann man hüpfen? Sind wir zusammen? Bist du neben mir? Nein, du bist links, glaube ich. Ich hasse Hunde, ich hasse Aua! Au, fuck. Oh. Ich hab's. Hup. Come on, Leo. Ich komme. Ui. Mega cool. Halten, mach R2. Oh, wie knapp. Doch nicht. Mach jetzt mal. So ein Fail. Oh. Ja, wie soll ich deine Wichsgriffe denn irgendwie schnappen jetzt? Ja, du hättest früher R2 drücken müssen. Ja. Ging ja nicht. Natürlich. Jetzt drück. Jetzt, ich drücke. Oh. Mega coole Aufnahme. Na komm. Nice. Ah. Was für schöne Hunde, Mann. Beängstigend. Wäre cool, wenn man beide Seiten spielen könnte. Einmal die Polizei, dass man versucht, sie zu schnappen und... Stimmt. Ach, das ist der Diebstahl. Ja? Oh, das könnte Ben sein, wa? Auf der linken Seite? Aua! Mein Telefon, mein Fernseher. Oh nein. Schon wieder soweit. Standby. Ja, ich hoffe, bei mir funktioniert das nicht. Ach, guck mal, das bist du, kann das sein? Ich sehe nichts gerade. Schwarz. Haben wir den, sein Kumpel? Sicher, du hast wohl keinen Bart mehr. Und die Koteletten sind ja, das habe ich mir auch eben gedacht. Oh, hier, aber nee, das bin ich nicht. Der Braune. Der war doch auch im Knast, der Braune, oder? Der Schwatte. Sicher. Ja, ist aber ein anderer. Guck mal, du bist ein Boss. So you decided? Nein, das bin ich nicht. Nein? Okay. No deal. Außerdem hat sich auch einen Schönheitsfleck. Oh, stimmt! Das ist der Fiese. Weißt du? Du Arschloch. Das ist der Vincent Bruder umgebracht hat. Boah, das ist der Riley, oder wie der heißt. Ja, genau. Ich glaube auch.
Oder Charlie? Nee, wie hieß er noch gleich? Keine Ahnung. Keine Ahnung, ich hab's vergessen. Verdammt. Wir sind ja noch auf der Flucht, wie ich sehe. Oh, wow. Ich find's ja immer noch erstaunlich, die Sträflingkleidung, ne? Maybe miss that shitty food with yeah. back in the joint. I wouldn't say I miss it, but I definitely eat it. Yep. Anyway, let's head on. We should find something on the way. Man, I'd die for a burger. Well, I'll let you know if I find a burger joint. Yeah, you do that. Guck mich noch mal an, bitte. Ah, ja, ich versuch dich noch mal. Ich will mal glotzen. Wo hast du denn der? Wo hast du dein dein Muttermal? Linke Seite? Der ist weg. Der Leberfleck ist weg. Vom Regen Was? Weggewaschen. Ja. Ich muss mal jetzt ins Dunkel gehen. Guck mich mal im Dunkeln an. Ja, dein Leberfleck ist weg. Ach, auf der rechten Seite. Da ist er, ja. Oder war der nicht vorher links? Kannst dich beschwören, ich weiß es nicht. Ich glaube, der wandert. Müssen wir mal drauf achten. Gut. Wir können den ja einen Namen geben. Elmar. Elmar. Elmar, der Muttermal. Könnte man auch als Filmtitel nennen, ne? Elmar. Der Spiel. Wie alles begann. Ja. Elmar und seine Helfer. Elmars Helfer. Ey, guck mal, da oben gibt's da Pilze. Ja, ich hab ja Hunger, ne? Aber schön, ne? Also so vom Himmel aus, toll. Auf jeden Fall. Ja. Ne, wo kommen wir jetzt her? Da lang müssen wir jetzt. Ne, unten bist du her. Ne, runter. Jau. Hey Leo, help me out. Ja, ich helf dir. Kriegst das wieder alleine nicht hin. Wir hätten da drunter kriechen können. Ja, finde ich auch. Glaube ich viel. Männer, weißt du, die müssen erstmal einen anderen Weg machen. Ja, ja. Genau. Ja, you're probably right. Let's check it out. Maybe there's something to eat there. All right. Oha. You ever go camping, Vincent? Few times when I was a kid. With the old man. Oh, wir müssen jeweils einen Fisch fangen und Feuer entfachen. Ach krass. Okay, ja, geh du mal rein. Das ist gut. Muss ich mich nicht nass machen. Du musst auch da rein. Wir müssen jeweils einen Fisch fangen. Oh. Kannst du mir nicht einfach einen Fisch rüber? Oh, jetzt bin ich auch nass. Wie das aussieht. Cooking over a fire. It ain't all bad. Maybe not. Sind die spielende Kinder. Aber ich versuch dir mal zu dir rüber. Ach, guck mal. Jetzt ist jetzt kommen die zu dir. Kannst du die packen jetzt? Mm-mm. Wo müssen die denn hin eigentlich? Muss doch einen Trick geben, oder? Ach so, oder wie. Ich raff's nicht. Schön im Uhrzeigersinn. Vielleicht gibt's ja hier. Oh, guck mal, hier ist ein Lagerfeuer. Hier war schon mal einer. Müssen wir uns erstmal eine Angel bauen. Ah, guck mal, hier kann man einen Speer schnitzen. Siehst du? Okay. Ich schnitz mal. Just a little more. Ich voll was gebaut hier. Jo, guck mal.
bin stolz. Ich bin ein stolzer Besitzer von einem Stock. Toll. Almost there. Ja, schnell. Ja. Doch, dann wollen wir mal, hm? Ja, kann man die noch angucken? Oh, ich kann hier blasen. I'm gonna need some more wood for the fire. Oh, ihr habt genug im Gefängnis gelernt, wie das geht, ne? Genau. Im Gefängnis machen wir ja auch jeden Tag ein Feuer, ein Lagerfeuer. Ich dachte wegen den Blasen. Achso. Kann ich denn jetzt. Ich scheuchte Wasser aufmischen hier. Warte, ich scheuchte erstmal auf zu dir hin. Guck mal. Scheuchte zu dir. Ah! Oh yes! Ich hab einen. Super. Ich auch. Das hat geklappt. Perfekt. Wolltest du mal ein bisschen blasen in der Luft? Obwohl, ich hab die bessere Nase, ne? Ja. Ah, jetzt macht sie's. Und? Ja, du kannst. Ganze Stürme damit aus. Das riecht aber schon gut. Ja. Und jetzt? Ich versuch's auch mal. Ach so, wir brauchen mehr Holz fürs Feuer. Ist das so? Okay. Er sagt das immer und immer und immer wieder und du machst so immer weiter. Okay, ich leg mal meinen Fisch weg. Ich guck mich mal hier um. Wo finden wir denn? Hier ist doch jede Menge Holz, aber. Oh, hier sind Zweige. Ich sehe Zweige. Schön. Oh, ich hab was. Cool. Gibt's hier noch was in der Nähe? Boah, guck mal. Komm mal her. Ist ja hübsch. Ein Regenbogen gewesen. Gewesen? Oder, ja. Siehst du den noch? Guck mal. Der war rechts. Ach, wie cool. Ja. Toll. Tja. Kannst du mal sehen. Kannst du mal sehen, ne? Da hätten wir jetzt Händchen halten müssen. Oh, hier sind auch welche. Oh, nimmst du mit? I should be able to find some wood over there. Ich dachte, ich warte auf dich. Danke. Kann man hier auch was erkennen? Nee. Oh, sieht auch schön aus so vorne. Auch schön, ne? Ja, so für einen schönen Thumbnail. Ne? Ein schönes Foto mache ich daraus mal. Ich drehe mich mal um. Kann man. Man sieht meinen. Und dann mit der dicken Nase. Mit der dicken Nase. Versaut doch alles. Was? Also, wirklich jetzt. Ich bin der Stellvertretende, der oberste Stellvertretende vom Vorwerk, ja, und dann das so, guck mal, Vorwerk. Der Oberstellvertretende von Vorwerk. Ich hab die ganze Zeit Stellvertretende. Nasenbären. Ich geb dir auch einen Nasenbär. Sobald ich hier fertig bin durch dem Wasser. Es brennt. Oh. Ich habe Feuer gemacht. Oh. Ich schmeiß da auch mal ein bisschen Holz rein. Das reicht niemals. So. Du hast Feuer gemacht. Schön. Ja. Toll. Jetzt habe ich jetzt cool. Cool. Ja. Ja, kann jetzt die Zombie-Apokalypse kommen, hä? Oh. That tasted like shit, man. Well, you know it is what it is. Yeah. Na super. And my fucking feet hurt. What about yours? I'm good. So you're a tough guy, huh? Well, it's not like we have much of a choice here. Yeah. By the way, what are you in for?
Something I didn't do. So you're innocent, huh? Hm. Well, aren't we all? I'm innocent too, you know. Yeah, sure you are. What about family? You got any? Yeah. A wife. I hope. Mm-hmm. You? Me too. And a kid. Alex. Fucking miss him, man. Yeah, I hear you. Oh, really sentimental. That piece of shit Harvey's gonna get what he deserves. Harvey! So? Harvey! Let's go after him. Harvey, was hab ich denn gesagt? Charlie und so, ne? Ja, gar nicht mal so verkehrt. Look, Vincent. I need to know what your story with Harvey is. Okay? Alright. I was a regular guy with a boring bank job. One day my brother brings in a new client, Harvey. Let me guess, money laundering. Yeah. Money was easy, but Harvey just kept coming in with more and more cash, and I couldn't handle it. It was too risky, so I told him I wanted out. He killed my brother as a warning. After that, I lost it. I planned on killing him, but the son of a bitch pinned it all on me. I was convicted for the murder of my own brother. Aha. Also bin ich gar kein Mörder. That's fucking rough, man. Yeah. Sorry. So, what's your story with Harvey? Auszusehen. You fucked me over, that's for sure. Verurteilt als Mörder. Maybe we're gonna... Du Schwein! You hear that? Oh, shit. Ah, die Geschichte kriegen wir wahrscheinlich nachher noch gehört, wa? We're closing in. We gotta move. Ah, my fucking feet. Just suck it up. Don't worry about it, I got it, okay? Krass. Also, bist du unschuldig verurteilt worden? Genau. Weil Harvey deinen Bruder umgeschossen hat. Genau. Niedergeschossen. Der hat's mir angehangen. Krass. Ja, dann wirst du auf jeden Fall zur Rechenschaft ziehen. Definitiv. Schweinehund. Ja. Und danach trinken wir Sekt vor dem Regenbogenfelsen. Alles klar, bin ich sofort dabei. Mit Asti, ja? Ja, genau, der Assi-Asti. Der Assi-Asti, ja, Schädel-Asti, oder? Ja. Aber du. So, you used to work in a bank, huh? Figures. Ja, ich weiß Bescheid. What are you implying? Well, how should I put it? You're kind of uptight. I'd rather be uptight than a loose cannon. Guck mal, du bist total doppelt. Siehst du das bei mir? You know what? Tatsache. Du bist voll der X-Man. You're also the first guy who worked in a bank that I've talked to without a gun in my hand. Du bist gruselig. Du nicht? Du bist voll gruselig, Mann. Geh weg, Teufel der Geburt, Harvey. Weg von dir. Das war schon richtig, bin dass du Harvey. Ja, stimmt. Aber. Vincent. Geh bloß weg. Geh bloß weg. Ja, ich gehe ja. Ja, geh mal kacken dahinter, ne? Du bist bestimmt der Teufel. Ja, du hättest eingesperrt bleiben sollen. Guck, guck. Boah. Siehst du mich hinterm Felsen? Ich hau ab. Hau ab. Ja. Ah. Hilfe. Geh weg. Versteht. Nein, du Augsgeburt. Augsgeburt. Jetzt siehst du mich nicht. Na. Ah. Wo bist du? Ah, da bist du. Hä? Wo ist er hin? Hä? Ach, da. Hä? Ah. Hä? Wo ist... Vincent? Bist du? Hä? Der war doch voll... Verdammt nochmal, wo ist der? Hä? Vincent! Da bist du! Hi! Hä? Wo ist er? Wo ist der? Ui! Na nu? Komisch. Guck mal, jetzt habe ich auch einen Grafikfehler. Guck mal, hast du das gesehen? Guck mal. Eins. Ah, da ist er ja. Ich glaube, wenn man
Siehst du mich jetzt doppelt? Guck mal. Ganz leicht sieht man mich. Siehst du das? Ah, ja, jetzt oh, jetzt. Auf meinem Bildschirm, weißt du, wo ich gucke. Und auf deinem, guck mal, auf meinem, da sieht man es, da sieht man es deutlich. Ei, 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 ei. Jetzt. Okay. Ich würde sagen, wir sehen uns gut in der nächsten Folge wieder. Danke fürs Zuschauen und bis dann. Tschüss. She was living on couches that belong to her friends. She would sleep with her feet in her shoes, hanging over the ends. Looking over her shoulder, never knowing herself. I could claim she could never fit in till somebody new came along.